Na Julian, was grübelst du so? So ein Fernseher ist ja echt praktisch. Aber ein Laser-TV ist einfach cooler und man taucht direkt ins Bildgeschehen ein. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Tja, wie bei allem hat alles seine Vor- und Nachteile. Gehen wir doch mal beide Techniken durch. Fernseher kennt eigentlich jeder und Sie können in der Installation auch denkbar einfach sein. Wenn man den mitgelieferten Standfuß benutzt, dann muss man einfach nur den Fernseher mit diesem Standfuß verbinden, einfach auf ein Lowboard stellen und schon ist die Installation abgeschlossen. Alternativ kann man einen Fernseher natürlich auch an die Wand hängen. Die entsprechenden Wandhalterungen liegen dem Fernseher meistens nicht bei, aber dadurch, dass sich die Hersteller auf einen gemeinsamen Standard, den WESA-Standard, geeinigt haben, kann man einfach im Internet die entscheidende Größe zu diesem Fernseher heraussuchen und die Auswahl an Wandhalterungen ist hier von diversen Herstellern riesig. Aber Achtung, größere Fernseher bringen ein ganz schönes Eigengewicht mit sich und je nach Größe können die tatsächlich bis zu 100 Kilogramm wiegen. An einer normalen Betonwand ist das nicht unbedingt ein Problem. Hier muss man natürlich dann auf eine entsprechend stabile Verdübelung achten. Schwierig wird es, wenn man daheim sogenannte Trockenbauwände hat, also Wände, die aus Gipskarton bestehen. Diese Gipskartonwände, die sind nicht besonders belastbar. Und wenn man hier Fehler macht, dann kann es passieren, dass der Fernseher tatsächlich durch sein Eigengewicht einfach aus der Wand herausreißt. Da ist es ganz wichtig, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, der eventuell sogar die Wand extra für den Fernseher verstärkt. Beim Laser-TV werden zwei Komponenten installiert. Einmal die Lasereinheit selbst und einmal der dazu passende Tageslichtscreen. Der Tageslichtscreen kommt als Bausatz in einem kompakten Karton daher, was sehr praktisch ist, wenn man den Screen in einem Raum auf höheren Etagen oder beengten Verhältnissen installieren will, denn erst im Zielraum entfaltet er seine wahre Größe. Der eigentliche Zusammenbau ist äußerst einfach und mit zwei Mann schnell zu bewerkstelligen. Und ein weiterer Vorteil des Screens ist, dass er wie eine Leinwand technisch aufgebaut ist. Dadurch wiegt er nur wenige Kilogramm und kann so trotz seiner Größe an jeder Wand montiert werden, auch an einer Leichtbauwand. Das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber Fernsehern. Anschließend wird der eigentliche Laser-TV einfach auf einem Lowboard platziert. Dabei kann es sich um ein ganz normales Lowboard aus dem Möbelladen handeln oder es gibt auch inzwischen speziell angefertigte Lowboards beim Fachhandel, wo diese Lowboards so angepasst sind, dass der Laser-TV unsichtbar in dem Möbel verschwindet. Einfach mal anschauen, wen das interessiert. Zu beachten ist bei der Aufstellung des Laser-TVs, dass einerseits der Abstand zur Wand stimmt und die Höhe von Oberkante Laser-TV zu Unterkante Screen sind noch entscheidend. Hier sind die meisten Screens inzwischen höhenverstellbar, sodass man anschließend auch noch ein paar Korrekturen vornehmen kann. Hat man beides soweit aufeinander abgestimmt, dann erfolgt noch die Geometriekorrektur. Dafür haben die Laser-TVs ihre eigenen Menüs. Die meisten Händler haben ihre eigenen Planungstools, womit man das passende Gerät in Sachen Abstand und Bildgröße individuell für euren Raum finden kann. Beim Laser-TV ist das sehr einfach und praktisch gelöst. Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Gerätes und so kann man Strom, HDMI-Kabel und so weiter einfach von hinten einstecken und sie werden anschließend durch das Gerät selber verdeckt. Auch die allermeisten TVs haben die Anschlüsse allesamt auf der Rückseite und bei einer Lowboard-Aufstellung verhält es sich dann wie beim Laser-TV, die Kabel werden durch den Fernseher verdeckt. Anders sieht es aus bei einer Wandmontage. Hier müssen die Kabel ja vom Gerät dann bis zum Boden geführt werden und das ist sehr hässlich eigentlich, wenn man das nicht verdeckt. Notlösung ist hier ein Kabelkanal, in dem man alle Kabel dann hineinlegt. Die wesentlich elegantere Lösung ist es, die Wand zu schlitzen und alle Kabel in der Wand zu versenken. Anschließend muss die Wand natürlich dafür auch wieder tapeziert werden. Die Bedienung eines Fernsehers ist denkbar einfach, denn alle Hersteller haben durch die Bank mittlerweile smarte Betriebssysteme integriert. Der Fernseher kann mit dem Internet verbunden werden, besitzt seine eigenen Apps und mit der Fernbedienung kann das selbsterklärend alles hier navigiert werden. Ein top ausgestatteter Laser-TV steht dem Fernseher in nichts nach. Auch er verfügt über ein smartes Betriebssystem, oft von den Fernsehern übernommen. Auch er bietet LAN und WLAN für Internetverbindung und auch er kann einen Triple-Tuner haben. Aber hier ist Vorsicht angesagt, nicht jeder Laser-TV hat einen eingebauten Triple-Tuner. Auch hier lässt man sich am besten beraten.
Die große Stärke von Fernsehern ist zweifelsohne die extreme Lichtleistung und der hohe Kontrast. Die Helligkeit von modernen Fernsehern ist so hoch, dass sie sich sehr gut gegen Fremdlicht, also Tageslicht, durchsetzen können. Eine direkte Sonneneinstrahlung vertragen sie aber nicht. Die Sonne ist da immer noch zu hell und das Bild verwischt. Ein weiterer ziemlicher Nachteil von Fernsehern ist ihre sehr glatte, glasähnliche Oberfläche. Je nachdem, wie der Fernseher positioniert ist und wie der Lichteinfall ist, sieht man teilweise sich selber oder den Raum mehr als das eigentliche Bild. Dieses Problem kennt der LaserTV nicht, denn die hier verwendeten Screens sind komplett matt und Spiegelung gibt es keine. Damit wirkt das Bild aus allen Blickrichtungen stets identisch. Die große Stärke von LaserTVs ist, wie man sieht, die schiere Bildgröße. Von 100 bis 120 Zoll Bilddiagonale sind hier möglich. Mit herkömmlichen Fernsehern ist dies derzeit preislich nicht zu realisieren. Ja, aber die große Bildgröße, die bringt natürlich auch mit sich, dass das Bild nicht ganz so hell ist wie Fernseher, bei denen ja nur ein viel kleineres Bild ausgestrahlt werden muss. Und so benötigt der LaserTV schon ein gewisses Maß an Raumplanung, eigentlich ein schattiges Plätzchen, auf dem die Sonne nicht direkt einstrahlt. Man kann wieder etwas entgegenwirken mit speziellen LaserTV-Screens, die besonders viel Licht mobilisieren. Auch die kann man bei diversen Fachhändlern im Vergleich miteinander begutachten. Grandios sind bei einem LaserTV zweifelsohne die möglichen Farben. Das liegt an der Laserlichtquelle. Die Top-Modelle verwenden tatsächlich für Rot, Grün und Blau getrennte Laserdioden. Und so ist es tatsächlich möglich, alle Farben, die das menschliche Auge wahrnehmen kann, auch abzubilden. Das ist eine Farbenpracht, die man in diesem Video jetzt leider natürlich nicht rüberbringen kann, weil eure Monitore eben nicht zu so einer Farbe in der Lage sind. Deshalb unbedingt einmal persönlich anschauen. Das ist schon wirklich beeindruckend. Diese enorme Farbintensität erreichen die LED-basierenden Fernseher bisher nicht, auch wenn sie von Generation zu Generation schon farbintensiver werden. Trotzdem, die allermeisten Fernseher beschränken sich auf den normalen Kinofarbraum, was in der Praxis aber eigentlich auch genug ist, denn unsere Software, sprich Fernsehserien, TV-Sendungen und Spielfilme, nutzen maximal diesen Farbraum. In Sachen Auflösung erfüllen mittlerweile alle Geräte, egal ob LaserTV oder herkömmlicher TV, den 4K-Standard und lösen den auch entsprechend angemessen auf. Besonders hochwertige Fernseher bieten inzwischen sogar eine 8K-Auflösung, also nochmal die vierfache 4K-Auflösung. Aber der Nutzen ist eigentlich nicht existent, denn A haben wir keine Software, also keine Spielfilme und keine Fernsehserien. Und B wird auch unsere Augenauflösung überschritten. Sprich, wir können eigentlich diese kleinen Details auf dem Abstand bei so einem relativ kleinen Bild gar nicht mehr wahrnehmen. Trotz nur 4K-Auflösung ist hier tatsächlich der LaserTV im Vorteil, weil er ein viel größeres Bild erzeugt, wir also im Verhältnis viel näher an dem Screen sitzen und dadurch kleine Details auch viel besser wahrnehmen können als bei dem viel kleineren Fernsehbild. Wir kommen zu einer weiteren sehr häufigen Nutzung von Fernsehern, dem Gaming. Und wer es wirklich ernst meint mit Gaming, also wer wirklich auf Performance spielt, der kommt eigentlich um einen Fernseher mittlerweile nicht mehr herum. Denn Fernseher bieten den neuesten HDMI 2.1 Standard mit variabler Framerate, sehr niedrigem Input-Lag und natürlich auch einer sehr, sehr hohen Bewegungsschärfe. Diese Vollausstattung bieten LaserTVs derzeit nicht und aufgrund ihrer Bildgröße ist es auch einfach schwieriger bei ihnen, wirklich perfekt zu spielen. Dafür kontern sie wieder aber auch mit ihrer Bildgröße, denn Gesellschaftssportspiele und Bewegungsspiele, die machen auf dem großen Bild des LaserTVs dann natürlich wieder mehr Spaß. Und Julian, hat dir unser kleiner Überblick geholfen? Also tatsächlich, was mich angeht, ich gucke am Abend wirklich unheimlich gerne Filme und Serien, vor allem mit Freunden zusammen. Da ist ein LaserTV für mich persönlich jetzt die bessere Wahl. Ein Zocker bin ich persönlich auch nicht. Ich würde eigentlich empfehlen, man geht am besten zum Fachhandel und schaut sich da die Geräte einfach mal an. Ja, und das solltet ihr vielleicht auch machen, wenn ihr an dem Thema Gefallen gefunden habt. Die Händler freuen sich auf euch. Das war's auch schon wieder heute mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und abonniert unseren Kanal Heimkino LaserTV. Bis zum nächsten Mal, euer Ecki.